Der DAX hat sich nach mehreren und teils kräftigen Rücksetzern in den vergangenen Wochen wieder stabilisiert. Seit Ende März geht es für den deutschen Leitindex wieder langsam, aber stetig nach oben. Auch heute zeigte sich das Frankfurter Börsenbarometer von seiner freundlichen Seite und ging mit einem Plus aus dem Handel. Die psychologisch wichtige Marke von 12.500 Punkten hat er heute geknackt. Wie also geht es weiter am Aktienmarkt? Welche DAX-Titel sind chancenreich? Von welchen Aktien sollten sich Anleger besser trennen? Und wie können Sie alternativ zu einem Aktieninvestment mit ausgewählten Zertifikaten Ihr Chance-Risiko-Verhältnis auf Ihre Bedürfnisse abstimmen? Diese und weitere Fragen wollen wir in den kommenden 60 Minuten beantworten. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Finanznet-Webinar. Mein Name ist Markus Gentner. Ich bin Ihr Moderator und ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem spannenden Online-Seminar. Und ich begrüße ebenso ganz herzlich unser Expertenduo Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner von Feingold Research. Guten Abend, meine Herren. Herzlich willkommen zu diesem Webinar am Donnerstagabend. Hallo Benjamin Feingold, hallo Franz-Georg Wenner, ich kann Sie leider nicht hören. Ja, Also, hallo schönen guten Abend Edgar. von meiner Seite. Hallo. Schönen guten Abend auch von Ja, meiner Seite. wunderbar. Da höre ich doch noch ein Hallo aus dem fernen Internet. Hallo Herr Feingold, hallo Herr Wenner. Wir haben in dieser Konstellation schon häufiger Webinare bei Finanzen.net gehalten, auch in ähnlicher Zusammensetzung bereits im vergangenen Jahr. Und Sie sind einem Großteil unserer Zuschauer deswegen sicherlich bekannt. Dennoch bitte ich Sie, sich ganz kurz vorzustellen. Herr Feingold, beginnen Sie bitte und sagen ein paar Worte zu sich und Ihrer Arbeit. Ja, gerne, gerne, gerne. Also, mein Name ist Benjamin Feingold, wie Sie gesagt haben. Ich habe zusammen mit Daniel Saurenz vor einigen Jahren die Plattform, Investmentplattform Feingold Research gegründet, wo wir eben Analysen einstellen und es aber nicht dabei belassen, sondern eben auch Investmentideen zu den Analysen stellen. Also, wie kann ich davon profitieren? Wie kann ich investieren? Und Einschätzung zum Markt. Und eines unserer neueren Projekte, Herr Gentner, ist eben bitcoin-krypto.de, wo wir auch Analysen, Meinungen, Bewertungen zu den Kryptowährungen, zu der inzwischen groß gewordenen Welt der Kryptowährungen stellen. Also das sozusagen etwas Neues für dieses Jahr von uns. Das klingt sehr spannend mit den Kryptowährungen. Herr Wenner, können Sie bitte auch zwei Sätze über sich noch sagen? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin schwerpunktmäßig in der Charttechnik zu Hause, seit 6 Jahren Chefredakteur des handelstäglichen Magazins Indexradar. Dort fokussieren wir uns neben der reinen Charttechnik vor allen Dingen sehr stark eben auf statistische Auswertungen, also zum Beispiel, welche Trefferwahrscheinlichkeit hat der DAX an einem bestimmten Handelstag, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eben zum Beispiel bestimmte saisonale Muster greifen, und versuchen hier so ein bisschen Pionierarbeit zu leisten, damit auch DAX-Investoren ähnliche Entscheidungsgrundlage haben, wie es in den USA inzwischen schon gang und gäbe ist. Vielen Dank, meine Herren, bis hierher. Mit Ihnen wollen wir gleich einen Blick auf die Märkte und einige brandheiße Aktien werfen. Und nun, verehrte Webinarteilnehmer, möchte ich gerade mal den Hinweis auf diese Folie legen. Sie sehen es, wir haben hier noch einen dritten Experten, nämlich David Hartmann, aufgeführt. Er ist leider heute kurzfristig ausgefallen, aber wir werden das natürlich im Laufe des Webinars auch anders regeln können und Sie werden ganz normal und wie immer bei Finanzen.net trotzdem vollumfänglich informiert und auch über die Zertifikate, die wir am Ende dieses Webinars vorstellen wollen, informiert. Und diesen Hinweis noch an Sie: Sie können uns wie immer bei Fragen oder Verständnisproblemen während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich wie immer direkt aufgreifen und an unsere Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir dann in einer Fragerunde gemeinsam noch offene Fragen klären. Und nun sollten wir keine Zeit mehr verlieren und direkt in medias res gehen. Wir haben heute mal wieder sehr viel vor. Herr Feingold, Sie beginnen mit dem Vortrag. Sind Sie denn startklar? Wollen Sie Ihren Bildschirm mit uns teilen? Genau, gerne. Gerne, gerne. Das können wir Dann frei würde teilen. ich Sie jetzt zum Moderator ernennen. Es müsste bei Ihnen ein Fenster aufploppen und Sie können uns Ihren Bildschirm übertragen und Ihnen. Perfekt, ich kann den Bildschirm so schon sehen und sogar ein Vollbild. Das gab in den letzten Webinaren, damit gab es in den letzten Webinaren einige Probleme, aber
Wir sehen schon das Vollbild. Also heute scheint aus von der technischen Seite her alles zu klappen. Perfekt, dann wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, viel Spaß mit dem Blick auf die Aktienmärkte von Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner. Viel Spaß, Herr Feingold, Sie dürfen gerne starten. Ja, vielen Dank, Herr Gerner. So, dann genau, den Disclaimer haben wir jetzt schon mal gezeigt. Ja, alle Informationen, die wir hier verwenden, Franz-Georg Wenner und ich, sind öffentlich zugänglich. Und wir haben das heute mal, ja, mit unser Webinar so ein bisschen so strukturiert, drei Fragen gestellt, die wir meinen, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, in nächster Zeit für Anleger eben interessant ist. Da ist zum einen die Frage nach den steigenden Zinsen. Alles schaut in den USA auf die 3%. Da sind wir gestern ein bisschen drüber gerutscht, heute ein bisschen drunter. Da erholt sich der Markt gleich. Also wir sehen einen sehr, sehr großen Einfluss der Zinsen auf den Aktienmarkt, auf die Wirtschaft. Und das wollen wir ein bisschen beleuchten im ersten Teil. Dann im zweiten Teil, die Dividendensaison hat begonnen. Viele DAX-Unternehmen haben bereits berichtet, werden im Mai berichten. Also da stehen etliche Hauptversammlungen, Dividendenzahlungen an. Und ja, ganz am Ende so ein bisschen beschließen mit einem kleinen Ausblick und wer denn die Favoriten sind. Und Sie haben es eingangs gesagt, wo man vielleicht die Finger von lassen sollte oder wo es ein bisschen kriseln könnte. Auch das haben wir natürlich mitgebracht. Und dann starte ich mal mit dem ersten Teil und die Diskussion, die an den Märkten eben ja, vor allen Dingen von wirtschaftlicher Seite geführt werden, ist eben, wie weit sind wir im aktuellen Wirtschaftszyklus? In den Webinaren, die wir im letzten Jahr gehalten haben, da sind wir ja vor allen Dingen darauf eingegangen, dass eben ja die Wirtschaft noch intakt ist, Europa inzwischen auch Fahrt aufgenommen hat und ein bisschen stärker wächst sogar. Aber wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation anschauen, die hier sehr schön dargestellt ist, zum einen mit dem Überraschungsindex, also sprich, werden die Erwartungen, die wirtschaftlichen Erwartungen der Analysten, der Volkswirte übertroffen oder nicht. Das ist hier diese hellblaue Linie und die dunkelblaue stellt eben das Momentum, also wie kommen die Daten tatsächlich raus in Europa. Und da muss man eben sagen, dass wir jetzt zum ersten Mal hier vom Momentum her auch wieder seit Ende 16 ins Minus gerutscht sind, von den Erwartungen schon länger nicht mehr die Erwartungen übertreffen. Also ja, es liegt so ein bisschen die Vermutung nahe, dass wir hier schon so langsam nach einem sehr, sehr gelungenen Jahr 2017, wo wir insgesamt stärker gewachsen sind, sogar als die USA, jetzt hier in schwieriges Fahrwasser kommen. Und ich greife heute einfach mal die Pressekonferenz heute oder beziehungsweise die Zinsentscheidung ist ja eigentlich der EZB heute Non-Event gewesen, war erwartet worden, dass da nichts angepasst wird. Draghi musste ja ein bisschen lavieren, sich zurückhalten, denn die ersten Monate sind eben nicht so gut, wirtschaftlich nicht so gut gelaufen und die Forderungen, wie es beispielsweise in den USA schon seit längerem der Fall ist, dass eben die Leitzinsen allmählich angehoben werden. Die Forderungen werden jetzt natürlich auch in Europa lauter. Aber dadurch, dass wir eben schwächere Wirtschaftsphasen gesehen haben, auch die Inflation ist noch auf einem sehr moderaten Niveau, jedenfalls relativ weit weg von dem Inflationsziel der EZB. Da sehen wir eben, dass Draghi hier so ein bisschen die Märkte ja, beruhigt will ich nicht sagen, aber letztendlich, ja, die positive Reaktion der Märkte über 12,5, Sie haben es eingangs gesagt, zeigt natürlich schon, dass der Markt da ein bisschen beunruhigt war. Und ja, wie sehr Europa schwächelt, sehen wir eben hier in der Differenz der Einkaufsmanager-Indizes, die ja auch als Frühindikatoren bezeichnet werden. Und da ist Europa inzwischen deutlich schwächer als die USA inzwischen. Letztes Jahr war das noch ganz anders der Fall, aber inzwischen sind wir hier schwächer als in den USA von den vergleichbaren Einkaufsmanager-Indizes und Euro-Dollar so einfach mal als Vergleichszahl daneben oder als wo sich das ja auch sehr stark auswirkt, daneben gestellt. Euro-Dollar natürlich auch für eben deutsche Firmen, DAX-Firmen ganz, ganz wichtig. Und wenn man da eben bedenkt, dass die Zinsdifferenz nach wie vor sehr, sehr zugunsten der USA aussieht, dann ist die jüngste Reaktion am Markt, wo eben der Dollar ein bisschen stärker gelaufen ist, der Euro geschwächelt hat, eben auch ein Ausdruck dessen. Aber ja, das ist eben aktuell eine Momentaufnahme und für die Zinsentwicklung oder auch die Zinsdifferenzentwicklung, die dann ja auch den Euro-Dollar-Wechselkurs bestimmt, sind eben die Inflationserwartungen
Und ja, ich denke mal, jeder hat es nicht nur an der Tankstelle mitbekommen. Die Ölpreise, die Benzinpreise sind gestiegen und damit natürlich auch die Inflationserwartungen. Noch nicht die Inflation, erstmal Inflationserwartungen. Und das sieht man hier sehr schön. Das gilt aber auch für die USA und für Europa. Also das ist ein globaler Effekt im Moment, den wir hier sehen, der aber global dann eben auch zu den erhöhten Zinsrisiken, so will ich das mal bezeichnen, am Markt führt. Und die Inflationserwartung inzwischen hier mal ganz konkretisiert von den Fondsmanagern, die regelmäßig von Bank of America Merrill Lynch gefragt werden, erwarten eben ja inzwischen sehr hohe, eine hohe Inflation. Und ja, von daher ist das schon ein Gefahrenaspekt für Aktienmärkte, dass die Inflation eben doch stärker zulegen könnte. Ölpreise, ja, sicherlich, wenn wir um die 70 Dollar bleiben im Moment, aber ich will nicht zu weit ausschwenken, das soll ja nicht ein Webinar über Ölpreise sein, aber die OPEC will hier weiter bremsen, also Produktionskürzungen einhalten. USA fördert, springt zwar teilweise in die Bresche, konnte aber das Ganze nicht so stark ausfüllen. Und da muss man eben sagen, sollte die Weltwirtschaft jetzt auch so ein bisschen in diesem späten Zyklus, in diesem späten Wirtschaftszyklus sein, dürfte dann eben auch ja, die Nachfrage hier etwas zurückgehen. Also das sind hier Faktoren, die auch vom Ölpreis her uns beeinflussen. Und deshalb ist eben auch der Blick auf die Inflationserwartung und dann eben auch, was machen die Notenbanken damit? Und da sehen wir eben in den USA, da sind wir einen ganzen Schritt weiter. Und erwarten für Juni bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% den nächsten Zinsschritt. Insofern da eine großer Unterschied auch zu Europa und deshalb auch ja, die Zinsdifferenz für die USA eben so viel deutlich besser und jetzt erstmals auch mit stärkeren Ausschlägen zugunsten des Dollars wieder, der ja in den vergangenen Monaten und ja, eigentlich im ganzen vergangenen Jahr doch eher geschwächelt hatte. Also auch hier eine gewisse Wende, die wir im Moment sehen. Und auch das vielleicht nochmal, wir sind natürlich, wir sehen erste schwächere Wirtschaftsdaten, aber wir sind noch weit weg von einer Rezession. Im Gegenteil, wir haben hier die zweitlängste Periode gesehen. Ja, brauchen hier nicht auf jede Periode eingehen, aber das ist die zweitlängste Periode aktuell, in der wir keine Rezession gesehen haben, also fast 9 Jahre. Und nur in den 90ern, da war das dann mal genau hier bis in die frühen 2000er Jahre, da war es dann mal stärker der Fall. Also hier nach wie vor eine gewisse Stagnation oder einen gewissen Rückgang auf hohem Niveau. So kann man die aktuelle wirtschaftliche Situation, glaube ich, ganz gut beschreiben. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Märkte und auch auf die Unternehmen und Gewinnerwartungen der Unternehmen. Jetzt habe ich hier eine Folie schon mal so ein bisschen vorausgegriffen. Gewinnwachstum. Und Sie sehen hier oben links schon den Pfeil, der hier eingezeichnet wurde. Da stehen wir nämlich. Also Gewinnwachstum jetzt für die USA. Also das gesamtwirtschaftliche Rahmenbild hatte ich eben erläutert. Und entsprechend positiv sind eben auch die Gewinnerwartungen für die Unternehmen im S&P 500. Gewinnwachstum hier als Earnings Growth beschrieben, aktuell erwartet über 20%. Jetzt würde man vermuten, okay, das ist eigentlich ja sehr positiv bei diesen hohen Zahlen. Aber eben sowas sieht man häufig in einem Wirtschaftszyklus, der schon reif ist. Und die Börsen nehmen, ist ja eine Binsenweisheit, nehmen halt die zukünftigen Entwicklungen vorweg. Und da muss man sagen, dass es durchaus bessere Phasen gibt für den Aktienmarkt, nämlich wenn wir aus einer Talsohle herauskommen und wieder Wachstum in Unternehmenswachstum sehen, dann haben wir deutlich höhere Wachstumsraten hier, sogar weil eben die Börsen hier Sachen vorwegnehmen. Selbst wenn das Gewinnwachstum noch im negativen Bereich, sogar relativ deutlich im negativen Bereich ist, aber eine Entwicklung abzusehen ist, dann sehen wir hier auch an den Aktienmärkten stärkere Renditen, die man dort erzielen kann, stärkere Gewinne und aktuell eben 2,6% so im Schnitt erwartet. Also von daher über einen relativ langen Zeitraum, muss man hier zugeben. Aber so nehmen Sie das einfach mal so als Tendenz hin, dass man eben jetzt hier bei so starkem Gewinnwachstum eben, dass es vom Aktienmarkt nicht mehr ganz so deutlich, nicht mehr ganz so stark honoriert wird. Ich glaube, das müssen wir uns ein bisschen mitnehmen. Und wenn wir uns die jüngste Volatilität anschauen am Aktienmarkt, dann muss man ja auch feststellen, das Jahr 2017, so ruhig wird es in diesem Jahr ganz bestimmt nicht mehr. Und das, obwohl wir
bisher einen sehr guten Start in die Bilanzsaison der USA gehabt haben. Facebook heute auch wieder bombastische Zahlen, über 8% im Plus. Da sind die Skandal-Auswirkungen noch nicht drin. In dem Quartal muss man mit berücksichtigen. Dennoch honoriert die Börse das. Insofern ist das schon jetzt nicht so negativ zu bewerten. Und schauen wir mal hier, das ist der stärkste. Sollten wir diese Zahl beibehalten, wäre es der stärkste zu, also das sind die Erwartungen, das sollte ich vielleicht noch erläutern, die Erwartungen eben, wie man die Gewinnerwartungen übertrifft, und 80% der US-Unternehmen im S&P 500, die bisher berichtet haben, haben ihre Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Sollte diese Zahl beibehalten, wäre das eben auch eine 10-Jahres-Bestmarke. Also von daher, ja, alles noch im relativ grünen Bereich. Aber die Erwartungen sind halt relativ hoch, wie wir ja eben schon an der Tabelle zuvor gesehen hatten. Hier nochmal auch im Vergleich zu den Monaten, zu den vorherigen Quartalen, da sind wir hier doch auf einem relativ hohen Niveau, was sowohl Gewinn als auch Umsatz anbelangt. Also von daher, das müssen die Unternehmen erstmal wirklich durchhalten. Aber bisher, ja, kann man durchaus sagen, sieht es insgesamt erstmal positiv aus für den Markt. Es kommen ja noch Apple nächste Woche, 1. Mai, und ja, auch peu à peu. In dieser Woche haben sehr, sehr viele berichtet. Brauchen wir nicht auf jeden eingehen. Wir wollen uns ja noch ein bisschen Platz lassen für die DAX-Werte nachher. Ja, also, kurze Zusammenfassung nochmal dessen, was so die Stimmung oder vom ersten Teil auch eben, dass man gewisse wirtschaftliche Schwächetendenzen sieht, vor allen Dingen in Europa. Die gleichzeitig nehmen die Inflationserwartungen zu, in den USA etwas stärker als bei uns. Daher ja, besteht natürlich das Risiko weiterer Zinssteigerungen. Und ja, wenn wir das so ein bisschen in Perspektive rücken, muss man ja auch sagen, das ist per se nicht schlecht. Aber sollten die Zinsen eben zu stark ansteigen, dann wirkt sich das stärker auf die Wirtschaft aus. Höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, Darlehen etc. Also all das wird ein bisschen schwieriger. Aber solange es, wie es im Moment überwiegend der Fall ist, steigende Zinsen eben auch Ausdruck einer wirtschaftlichen Stärke sind, solange dieses Szenario noch aufrechterhalten wird, solange das noch unterfüttert wird mit Daten, ist der Gesamtrahmen noch intakt. Und da würde ich mal sagen, da sind wir noch so in diesem Bereich, in diesem grünen Bereich, wenn man so will, aber eben schon so ein bisschen stärker jetzt an den Rand, wenn man das so ein bisschen bildlich darstellen will. Und ein ja, weiterer Risikofaktor trotz dieses positiven Auftaktes sind eben die hohen Erwartungen, die die Unternehmen erfüllen müssen. In Deutschland war es ja bisher auch eher so ein bisschen durchwachsen. Die, zumindest die, die bisher berichtet haben, Deutsche Bank heute. Aber das wollen wir uns für nachher aufheben, Franz-Georg. Da werden wir dann auch charttechnisch und fundamental uns die Werte angucken. Aber vielleicht an der Stelle auch nochmal, wenn ich dann an dich da ja, übergeben kann. Das, wir hatten zwar hier gemeinsam vorbereitet, aber ich glaube, die Dividenden ist doch etwas, was ja viele Anleger gerade in dieser Jahreszeit im Frühling im Blick haben. Und wenn man sich die Dividendenrenditen oder die Chancen anschaut, was man dort erzielen kann, dann ist das ja auch nicht so unattraktiv. Und da schon mal ein kleiner Schwenk auf das, was wir nachher vorstellen wollen. Das geht ja auch ein in die Berechnung von den Finanzierungskosten, von der Finanzierung von Zertifikaten, von Seitwärtsprodukten, die wir nachher vorstellen wollen. Also insofern Dividende, ja, wird von vielen Anlegern meines Erachtens aus vielen Gesprächen so ein bisschen unterschätzt, aber eben wirklich ein großer Faktor im langfristigen Vergleich und eben auch bei der Finanzierung der einzelnen Zertifikate. Ja, ganz genau. Wichtiger Punkt, die Dividenden, also die Ausschüttung. Und da kommt das Webinar ja jetzt auch genau richtig, denn jetzt ist ja die Dividendensaison wieder und viele Anleger schauen jetzt wieder mit Freude ins eigene Depot und können feststellen, dass da also wieder Dividende eingegangen ist. Dennoch, Sie sehen es vor sich hier, wir haben so ein paar Fakten einfach mal aufgeführt, auch für all diejenigen, die sich nicht so ganz sicher sind beim Thema Dividende, so ein paar Eckpunkte, die man einfach wissen muss. Erst einmal der zeitliche Ablauf bei der Dividendenzahlung. In Deutschland ist es ja so, dass es normalerweise ausreicht, die Aktie am Tag der Hauptversammlung im Depot zu haben. Also anders als immer wieder behauptet wird, muss man die nicht ein Jahr im Voraus haben, sondern es reicht, dass die am Tag der Hauptversammlung eingebucht ist.
So, und dann wird erst einmal festgestellt, am ersten Bankarbeitstag nach dieser Hauptversammlung kommt es eben dann an den Märkten, an der Börse, werden die Aktien dann mit einem Dividendenabzug gehandelt. Wir haben dann manchmal auch den Zusatz Ex-Dividende, dann kommt es häufiger schon mal zu einer deutlicheren, optisch deutlicheren Verlusten. Aber das hängt natürlich dann sehr stark mit der Dividendenausschüttung zusammen. Am zweiten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung ist dann der sogenannte Record Day. Das heißt also, die Banken ermitteln dann die dividendenberechtigten Aktionäre, also an wen muss überhaupt die Dividende ausgeschüttet werden. Und das ist jetzt neu eben in Deutschland. Erst am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung erfolgt dann tatsächlich auch die Zahlung der Dividende an die Aktionäre. Also schon mal ganz wichtig, wenn man eben eine Hauptversammlung dann besucht hat, dann gibt es nicht am nächsten Tag schon die Dividende, sondern das dauert dann auch dran 3 Bankarbeitstage. Was viele auch immer unterschätzen und was auch nicht so ganz klar ist, ist, dass die Dividende nicht vergleichbar ist mit den Zinszahlungen auf einem Tagesgeldkonto. Ganz großer und wichtiger Unterschied. Wir haben hier einfach mal ein entsprechendes Beispiel auch aufgeführt. Was bedeutet das letztlich? Nun, angenommen einfach mal, wir haben eine Aktie, die bei 50 Euro notiert und das Unternehmen schüttet eine Bruttodividende von 2 Euro aus, dann kommen beim Anleger am Ende nur 1,48 Euro an. Das liegt einfach daran, dass natürlich der deutsche Fiskus auch noch mitverdienen möchte und da beträgt der Abschlagssatz gute 26% und das führt eben dann zu der 1,48 Euro. Und wenn man alle anderen Faktoren ausklammern würde, dann ist es so, dass die Aktie eigentlich um 2 Euro fällt, denn es ist ja die Bruttodividende, wird ja letztlich abgezogen. Sie fällt also dann von 50 auf 48 Euro. Beim Anleger kommen aber nur 1,48 Euro an. Und der zweite Punkt ist noch, es handelt sich ja eigentlich auch nur um ein Nullsummenspiel, was hier ja, was passiert, nämlich. Durch die Dividendenzahlung wird ja der Wert des Depots, nimmt ja um den Betrag ab, um den wiederum das korrespondierende Wertpapierkonto eine Gutschrift erhält. Ja, das ist ja immer dieses Ausgleich. Die Aktie fällt um die 2 Euro, dadurch sinkt letztlich der Depotwert, aber ich bekomme die Gutschrift dann auf mein Konto. Letztlich unterm Strich ist es aber ein Nullsummenspiel. Dennoch, das können wir auf der nächsten Folie sehen, in diesem Jahr ist die Dividendensaison in Deutschland wieder eine sehr erfreuliche. Die Unternehmen haben 2017 glänzend verdient. 49 Milliarden Euro werden die HDAX-Firmen wahrscheinlich ausschütten. Da gibt es noch so ein paar Abweichungen, auch je nachdem, was unterstellt wird an Gewinnausschüttung. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr dürfte so in der Bandbreite von 11 bis 14% liegen. 70% der Unternehmen werden sogar die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Und auch bei den DAX-Unternehmen werden wir einen ordentlichen Anstieg nochmal sehen. Auch hier die Bandbreite des Plus gegenüber dem Vorjahr rund 12 bis 14%. Wir werden hier bei ungefähr 36 Milliarden Euro dann rauskommen. Das ist wirklich eine ganze Menge und 29 der 30 DAX-Firmen werden auch eine Ausschüttung vornehmen. Das heißt, liest sich eigentlich so in den Zahlen schon mal sehr, sehr gut und sehr erfreulich. Nun muss man eben auch hier darauf schauen, wenn man jetzt eine Dividendenstrategie eben fahren möchte, das zeigt die nächste Folie dann sehr deutlich, dann heißt es eben auch nicht nur darauf zu achten, welches Unternehmen eine wirklich sehr, sehr hohe Ausschüttung bietet und damit eine sehr hohe Dividendenrendite. Das darf nicht das alleinige Anlagekriterium sein und Entscheidungskriterium für eine Aktie sein, sondern man muss so ein bisschen auch längerfristig orientieren sich. Hat das Unternehmen vor allen Dingen eine sehr gute Dividendenkontinuität. Und das sehen Sie hier in der Mitte von dieser Tabelle, die hier aufgeführt ist. Dort ist einfach mal verschiedene Kennzahlen dargestellt, die einfach wichtig sind im langfristigen Kontext. Ja, wie oft in den vergangenen 10 Jahren haben hier die aufgeführten DAX-Unternehmen eine Dividende bezahlt? Das ist bei den meisten Unternehmen der Fall gewesen. Also sie haben ja eine weiße Weste. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Continental, Commerzbank ist das Schlusslicht, nur eine Dividendenzahlung in den vergangenen 10 Jahren. Aber insgesamt kann sich eigentlich das Bild sehen lassen. Wichtig ist aber auch natürlich, die Unternehmen haben ja auch ihre Abläufe verbessert, die Margen verbessert, sie haben mehr verdient, optimiert ihre Strukturen. Und da ist natürlich die entscheidende Frage, wer hat eigentlich die Aktionäre auch an der besseren Unternehmensentwicklung beteiligt? Das heißt also, hier die Spalte Dividende erhöht, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, wie oft wurden die Aktionäre
eben an der besseren Unternehmensentwicklung auch wie oft haben die daran partizipiert. Und da gibt es doch dann größere Unterschiede. Fresenius, die beiden Gesundheitskonzerne, Fresenius und Fresenius Medical Care, haben in den vergangenen 10 Jahren 10-mal die Dividende erhöht. Bei Fresenius ist es sogar so, dass die 26 Jahre beziehungsweise 25 Jahre jetzt in Folge die Dividende erhöht haben. Also da gibt es eigentlich sehr viel Applaus für. Man muss nur leider sagen, die durchschnittliche Dividendenrendite in den vergangenen 10 Jahren und auch die aktuelle ist mit 1,2% eher mager. Also gilt es hier, den optimalen Mix zu finden zwischen mehreren Dividendenerhöhungen und einer möglichst hohen durchschnittlichen Dividendenrendite im langfristigen Vergleich. Und das ist dann eigentlich so eine ganz interessante Ausgangslage, die wir zum Beispiel vorliegen haben bei BASF mit 8 Dividendenerhöhungen und einer durchschnittlichen Rendite von 3,8%. Oder eben auch unten die Münchner Rück, ebenfalls sehr interessant, 5% Dividendenrendite im langfristigen Vergleich. Aktuell sind es 4,5% und sie haben 7-mal in den vergangenen 10 Jahren die Dividende erhöht und kein einziges Mal kam es zu einer Kürzung oder sogar zu einem Dividendenausfall. Und das sind natürlich solche Unternehmen, auf die man eben als Dividendenjäger dann auch den Fokus richten sollte und die entsprechend eben dann auch ja, eine hohe Wahrscheinlichkeit bieten, dass auch in den nächsten Jahren eine hohe Dividendenrendite möglich ist aus den Erträgen, die erwirtschaftet werden, weil die Unternehmen einfach auch gesund aufgestellt sind und sie sich leisten können, solche hohen Dividendenrenditen letztlich auch auskehren zu können. Das mal kurz zur Dividende und der Dividendenrendite, auf die man achten muss. Dann haben wir natürlich jetzt auch, gerade eben haben wir schon über den DAX mal kurz besprochen, einen wichtigen Punkt hier noch, da kommt noch gerade die Frage, sehe ich gerade, was bedeutet Performance? Performance bedeutet hier die Rendite der Aktie, also die Performance-Entwicklung seit Anfang des Jahres. Ja, und das ist auch wieder so eine Kennzahl, wo man eben darauf zu achten hat, nicht nur auf die Dividendenrendite, Dividendenkontinuität, sondern natürlich muss auch die Kursentwicklung dazu stimmen. Langjährige Aktionäre von RWE und E.ON kennen das, die Aktie ist, beide Werte sind in den vergangenen Jahren deutlich unter die Räder gekommen, da nutzt mir dann auch eine sehr hohe Dividendenrendite nichts. Ja. Das ist eben wichtig, dass ich wirklich ein gesundes Unternehmen habe und bei einem gesunden Unternehmen steigt auch tendenziell der Aktienkurs und dann habe ich eben 2 Effekte, eine hohe Dividendenrendite plus Kurssteigerungen, das ist dann die optimale Mischung. Kommen wir zur nächsten Folie. Da haben wir einfach nochmal uns damit beschäftigt, eben, ja, wie ist im Augenblick die Ausgangslage eigentlich für den DAX? Wir haben ihn kurz eben angesprochen. Jetzt kommt wieder so die saisonal etwas schwierige Phase. Sie sehen hier vor sich den durchschnittlichen saisonalen Verlauf in den vergangenen 20 Jahren. Man sieht hier deutlich den Übergang so ein bisschen, ein relativ freundlicher April noch. Aber dann kommt diese typische Sell-in-May-Phase, die doch eher mal von Schwäche gekennzeichnet ist. Wenn man sich das in den vergangenen 10 und 20 Jahren anschaut, dann haben wir doch so im Juni vor allen Dingen häufig eine ausgeprägte Schwäche vorliegen. 30-40% Wahrscheinlichkeit nur für eine positive Entwicklung. Der Juli ist ein Ausreißer nach oben, wird oft unterschätzt, aber ist häufig ein sehr freundlicher Börsenmonat nochmal. Danach gibt es dann meistens nochmal wieder einen auf die Mütze, vor allen Dingen August und September. Waren so in den vergangenen 10 Jahren eher schwach gewesen, auch wieder mit relativ niedriger Gewinnchance. Und dann zeigen die Blue Chips meistens im letzten Quartal nochmal diese klassische Jahresendrallye-Phase, die aber auch in den vergangenen Jahren immer früher eingesetzt hat. Und wenn man das Ganze auch mit den anderen Indizes vergleicht, dann ist zum Beispiel eine sehr interessante Strategie, dass man in den ersten 3 Monaten eher in den Nebenwerten investiert ist, MDAX vor allen Dingen. Der zeigt relative Stärke in den ersten 3 Quartalen und im letzten Quartal lohnen sich sehr häufig Umschichtungen in die Blue Chips, weil eben dann die professionellen Investoren zum Jahresende ihre Renditen sichern und dann möchte man eher in den hochliquideren großen Schwergewichten investiert sein. Das ist so eine Erklärung für dieses Phänomen, was sich auch statistisch sehr schön beweisen lässt. Wenn man jetzt doch noch oder dennoch in DAX investiert sein möchte, dann sehen Sie hier auf der nächsten Folie eine kleine Auswertung, die wir hier bei Indexradar gemacht haben. Einfach mal den DAX im saisonalen Check. Lohnt es sich oder welche Gewinnerwartungen und Trefferquoten kann ich eigentlich erwarten, wenn ich in bestimmten saisonalen Zeiträumen investiert bin? Also angenommen, man steigt immer Anfang Mai ein und verkauft Ende September.
Und man hätte diese Regel seit 1988 angewendet, dann wäre man nur in der Hälfte der Fälle positiv rausgekommen aus diesem Investment. Das heißt, die Trefferquote liegt hier bei 50%. Das ist relativ enttäuschend. Auch die anderen Kennziffern hier mit einem durchschnittlichen Ergebnis von minus 2% sind eher schwach ausgeprägt. Der durchschnittliche Verlust ist deutlich höher als der durchschnittliche Gewinn, den ich erwarten kann. Es lohnt sich eigentlich nicht, hier größere Risiken in dieser saisonal schwächeren Phase einzugehen. Wesentlich höhere Erfolgschancen habe ich, wenn ich Anfang Oktober in den Markt reingehe, Ende April die Position wieder verkaufe, dann komme ich auf eine Trefferquote seit 1988 von ungefähr 90% und ein durchschnittliches Ergebnis von 13%. Vergleichen Sie hier die Kennzahlen miteinander, dieser beiden Zeiträume, die hier ausgesucht wurden, dann kann man hier doch sehr deutlich eine einfache saisonale Strategie ableiten, die sich für den DAX doch auch langfristig wirklich profitabel dann auch umzusetzen lässt. Wichtig ist natürlich, das gilt nicht in Stein gemeißelt für jedes Jahr. Es gibt immer wieder Ausnahmen von der Regel aufgrund von Sondersituationen. Das hier ist wirklich eine langfristige Berechnung für die vergangenen 30 Jahre. Da setzt sich das dann meistens durch. Aber eben, es kann durchaus einzelne Jahre geben, wo es eben dann auch mal Abweichungen oder zu Abweichungen davon kommen kann. Gut, fassen wir diesen Aktienblock nochmal zusammen als Fazit letztlich. Wir haben, das habe ich gezeigt, die attraktiven Dividendenzahlungen im DAX. Der DAX selbst bietet eine Dividendenrendite von 3%, verglichen mit der Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen von derzeit Pi mal Daumen um 0,6, 0,7%. Wird also das erhöhte Kursrisiko, das ich am Aktienmarkt eingehe, wirklich auch fürstlich noch entlohnt hier in Deutschland? Die Dividendenrendite liegt deutlich über der Rendite zehnjähriger Anleihen. In den USA ist das übrigens anders. Da haben wir die zehnjährigen bei 3% und eine durchschnittliche Dividendenrendite von S&P 500 von ungefähr 2,1%. Ja, ein wichtiger Unterschied, und das schmälert natürlich dann eben auch die Attraktivität des Aktienmarktes. Zinsen belasten den gesamten Aktienmarkt, eben hier als weiterer Punkt mit aufgeführt. Wichtig natürlich, dass man hier auch die Effekte nicht unterschätzt. Wir haben die Effekte auf die Realwirtschaft. Die Vereinigten Staaten sind hochverschuldet, Staat, private Haushalte und Kommunen ungefähr mit 60 Billionen Dollar. Da ist jede Zinserhöhung richtig schmerzhaft und die schlägt dann auch kräftig durch. Das Gleiche gilt übrigens natürlich auch weltweit. Und dort sollte man dann auch vor allem auf den Zinsspread achten. Das heißt also, die langsame Annäherung der langfristigen Zinsen an die kurzfristigen Zinsen, die Zinsstrukturkurve wird flacher. Das deutet darauf hin, dass der Anleihemarkt für 2019 möglicherweise einen konjunkturellen Abschwung schon mal vorwegnimmt. Die steigenden Zinsen haben natürlich auch einen Effekt auf den Aktienmarkt. Das hatte ich schon gesagt. Denn die Differenz zu den Dividendenzahlungen nimmt natürlich ab, aber steigende Zinsen belasten natürlich auch einige Sektoren schon mal sehr frühzeitig, zum Beispiel amerikanische Hausbaufirmen, wo ja auch sehr viel mit Kredit gearbeitet wird. Sehr zyklische Aktien leiden darunter, wie zum Beispiel Chip-Aktien. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen mit den Papieren von Taiwan Semiconductor. Zyklika natürlich auch wie Daimler-Aktie, die zuletzt auch mal deutlich unter Druck kam. Hochbewertete Aktien aus dem Technologiebereich. Auch das ist natürlich dann ein Problem, genauso eben, wie ich schon sagte, Papiere mit einer relativ hohen Dividendenrendite, weil natürlich die Dividendenrendite ja nicht mehr so attraktiv ist letztlich. Saisonale Gegenwind nimmt wie gesagt zu. Jetzt ist es eher ratsam, dass man in die zweite Reihe umschichtet und dann zum Jahresende hin wieder die Blue Chips favorisiert. Und wir haben natürlich wirklich eine Rallye, die schon sehr lange andauert. Das alleine für sich genommen ist kein Kriterium und kein Argument, dass es jetzt zu Ende gehen muss. Es kann jetzt durchaus noch etwas länger gehen, aber man sollte jetzt doch sehr hellhörig wichtige Konjunkturdaten verfolgen. Kleiner Hinweis von mir: Schauen Sie im Internet immer mal auf die amerikanischen Frühindikatoren. Da gibt es einen Sammelindex, der hat eigentlich in den vergangenen Jahren dieser Indikator sehr gut dann auch eine Rezession vorhergesagt. Und so hat man eigentlich einen ganz guten Überblick zur konjunkturellen Lage. Das dürfte dann 2019 sicherlich ein sehr spannendes Thema auch werden. Ja, Benjamin, ich würde sagen, dann wechseln wir mal rüber auf die Ebene der Einzelwerte. Ja, genau, Franz Georg. Vielen Dank für die. Ganz kurz, Herr Feingold, dürfte ich einfach Ja. mal ganz kurz zwischen reingrätschen? Ich Gerne. möchte doch noch unseren kurzzeitig in den Tiefen des Internets verschwundenen Zertifikate-Experten David Hartmann begrüßen. Hallo, Herr Hartmann.
Ja, hallo Herr Gentner, vielen Dank für die Begrüßung. Ja, Sie sagen es, die Technik wollte uns hier ein Bein stellen und hat mich nicht rechtzeitig teilnehmen lassen, aber wir haben uns hier nicht aufhalten lassen und konnten die Probleme aus dem Weg räumen. Ich möchte mich schon mal bei den Zuschauern und auch Benjamin und Franz Georg bei euch entschuldigen. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber jetzt bin ich zur Stelle und kann mitmachen. Super, Herr Hartmann. Dann freuen wir uns auch gleich auf Ihre Vorstellung von meinzertifikat.de und wie Sie, liebe Zuschauer, dann damit Ihr Chance-Risiko-Verhältnis anpassen können. Das werden wir gleich von David Hartmann hören. Zuvor machen Benjamin Feingold und Franz Georg Wenner noch kurz ihren Vortrag zu Ende. Wir sind gespannt auf Sie, Herr Hartmann. Bis gleich. Ja, genau. Dann würde ich auch übernehmen, Herr Gentner, wenn Jawohl, nicht Herr noch Feingold, weitere machen Sie Fragen sind. gerne weiter. Also ja, Fragen ruhig immer gerne dazwischengrätschen. Das ist kein Problem, gerne. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit D wie Deutsche Bank an, die ja heute, also wenn es um die Favoriten geht, Deutsche Bank passt jetzt nach der heutigen Meldung nicht so richtig, aber wir sehen das ja auch vor dem Hintergrund, dass man eben Chancen auch in einer Seitwärtsphase oder einer Konsolidierungsphase nutzen kann, eben mit Seitwärtsprodukten, was viele Anleger vielleicht noch nicht so im Blick haben. Man guckt immer nach Chancen, welche Aktien stark steigen könnten, etc. Aber das muss man nicht unbedingt. Also gerade für so oder Renditen zu optimieren, um vielleicht kleinere, dafür aber vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit versehene Renditen, kann man durchaus mit Zertifikaten erzielen, mit verschiedenen Produkten, mit Seitwärtsprodukten. Also ja, dazu im Detail dann en bloc, später mit David Hartmann dann mehr. Aber deshalb auch Deutsche Bank jetzt vielleicht nicht ein Kursfavorit, aber ein Favorit, wo wir uns überlegen, wo man sich die Frage stellt, könnte es eine Bodenbildung geben? Wir haben erste Ansätze gesehen, charttechnisch. Franz-Georg, schauen wir gleich nochmal drauf. Vielleicht erstmal ganz kurz zu den Zahlen heute. Und da könntest du dir auch schon den Bildschirm nehmen, Franz-Georg, für die Charttechnik. Aber heute die Zahlen, ja, Gewinne um 80% eingebrochen im Q1. Das war natürlich ein Schock. Die Aktie ist auch eingebrochen, war also aktuell die fünftschwächste Aktie im DAX oder war heute die fünftschwächste Aktie im DAX mit etwas über 1%. Aber etwas über 1% nach so spektakulären Verlusten, das ist vielleicht dann tatsächlich etwas weniger als erwartet. Und auch die Umsätze gingen zurück. Und ja, was denke ich, meines Erachtens viel wichtiger ist, ist eben die Strategie, die neue Strategie, die der neue Chef erläutert hatte, Christian Sewing, der vom Investmentbanking Abstand nehmen will in den USA. Ja, Teile des Geschäfts schließt. Erste Investmentbanker mussten dort gehen. Es sollen auch im gesamten Investmentbanking Stellen gestrichen werden. Also da wird Tabula rasa gemacht und die Deutsche Bank selber, dass sie ganz klar ihre Ambitionen in dem Bereich zurückschraubt. Das heißt aber nicht, dass die Deutsche Bank nicht mehr andere Bereiche verfolgt, sondern gerade eben jetzt mit der DWS, der Tochter, Asset Management Tochter, will man jetzt einen Neustart wagen und diesen Bereich forcieren, also das Privat- und Firmenkundengeschäft ausbauen. Das ist jetzt die neue Strategie der Deutschen Bank. Und das erinnert alles so ein bisschen auch an die Strategie der Commerzbank. Auch dort haben wir schon im vergangenen Jahr und im Jahr davor diese Bemühungen gesehen und auch die entsprechende Entwicklung dorthin. Das Ganze will man auch international auf wachsende Märkte wie Italien und Spanien laut Deutscher Bank forcieren. Also von daher im Vergleich zu anderen Investmentbanken, die USA, die ersten Zahlen, die wir dort gesehen haben, waren sehr gut. Die Deutsche Bank kann einfach dort nicht mithalten. Zu diesem Schluss ist man dort wohl auch gekommen und deshalb dieser Strategieschwenk. Und ja, man darf gespannt sein. Ich denke, da wird es auch sicherlich die eine oder andere Vorschusslorbeere geben. Sewing gilt als jemand, der ja auch durchaus hart durchgreifen kann. Und von daher ist der Strategieschwenk zwar spät erfolgt. Crane hat ja, dem hat man das dann nicht mehr zugetraut, deshalb neuer Chef. Und von daher ja, muss man durchaus mal sehen, denn die DWS ist ja eine Perle der Deutschen Bank gewesen. Und von daher könnte man durchaus mit dieser Perle weiter auch, könnte die Deutsche Bank auch selber weiter wachsen. Also von daher
ja, vielleicht das ein oder andere verkannte Potenzial für mich positiv aktuell. Und deshalb haben wir auch ja, so ein Seitwärtsprodukt genommen, wer hier längerfristig sich engagieren will über Zertifikate, dass man da entsprechend auch diesen Risikopuffer, den alle diese Produkte eben auch bieten, entsprechend weit genug vom aktuellen Kurs entfernt liegt und mit diesem Risiko- oder Sicherheitspuffer dann eben über einen gewissen Zeitraum entsprechend ja, versucht dann seine Rendite zu optimieren. Aber dazu später mehr. Vielleicht erst nochmal, Franz-Georg, die charttechnische Analyse der Deutschen Bank. Ich habe eine Bodenbildung angesprochen. Wie siehst du denn das? Genau, kommen wir mal eben auf die Deutsche Bank zu sprechen. Also Aktienentwicklung seit Jahresbeginn minus 25%. Das ist die rote Laterne im DAX. Also schlechter kann es eigentlich gar nicht gehen. Und wenn wir uns hier so ein paar Statistikdaten einfach mal anschauen bei der Deutschen Bank Aktie und sehen, was hier eigentlich eben, und das ist ja auch wissenschaftlich erprobte Anlagestrategie, im relativ stärke Ranking ist hier auf Platz 31. Wird jetzt nicht wundern, 31 deshalb, weil wir hier in dieser Berechnung auch den DAX mit einbeziehen als Vergleichsgröße, deshalb hier 31 Titel in diesem DAX-Tableau. Aber Sie sehen es sehr deutlich, in den vergangenen 1, 2 und 4 Wochen war die Aktie immer auf dem letzten Platz im relativ stärkeren Ranking gewesen. Das heißt also, es kann von dieser Warte her gar nicht weiter runtergehen, was zumindest mal die relative Stärke angeht. Ja, die Aktie ist ausgebombt, sie ist ziemlich weit unten angekommen. Und naja, warum ist es jetzt ein potenzieller Turnaround-Kandidat, zumindest mal auf Sicht von einigen Wochen, wenigen Monaten? Ich persönlich habe vor allen Dingen den Einstieg von Cerberus, das ist ja ein aktivistischer Investor aus den USA, relativ positiv gesehen. Die gehen eigentlich nur in Finanzunternehmen ein und Engagements ein, wo sie vorher eben auch gesehen haben, dass sie dort auch eine entsprechende Rendite erzielen können. Und naja, man hat jetzt hier schon mal erste Anstöße gegeben aus der technischen Perspektive. Haben Sie gerade eben gesehen, habe ich hier unten meinen Lieblingsindikator mal wieder etwas ausgewertet. Das heißt, der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie. Das ist ein Wochenchart, also nehme ich hier unten die 40-Wochen-Linie. Das entspricht der 200-Tage-Linie. Und da sieht man sehr deutlich, wir waren hier zuletzt 23% unter der 200-Tage-Linie gewesen und damit auf einem überverkauften Niveau. Und wenn man sich hier die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, dann sieht man sehr deutlich, dass die Aktie schon mal häufiger ab einem Niveau von 20-23% zumindest mal einen temporären Boden ausgebildet hat, von dem aus es dann zumindest mal auch zu einer Erholung gekommen ist. Nicht besonders kräftig, es kann auch noch mal leicht darunter gehen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist zumindest mal jetzt auf dem aktuellen Niveau gar nicht mal so schlecht. Der Trend natürlich im langfristigen Bereich eindeutig abwärts gerichtet, das zeigt hier diese Linie mit den verbundenen fallenden Hochpunkten. Das zeigt auch die fallende 200-Tage-Linie, also hier der 40-Wochen-Durchschnitt. Aber wie gesagt, wir sind kurzfristig einfach ein bisschen überverkauft. Ja, diejenigen, die aussteigen wollten, die sind jetzt erstmal raus. Und vor allen Dingen haben wir hier unten wieder so ein bisschen dieses Unterstützungsniveau erreicht bei rund 9, 10, 11 Euro. Das ist hier diese Zone aus dem Sommer 2016, haben wir jetzt wieder angelaufen. Und ich könnte mir durchaus mal vorstellen, dass diese auch halten durfte, dass wir uns darüber jetzt mal wieder stabilisieren und von dieser uns dann auch wieder leicht nach oben hin absetzen. Gucken wir uns hier den Tageschart an. Das hier unten ist die von mir erwähnte Unterstützungsregion, 10 bis 11 Euro, knapp 12 Euro. Erster Widerstand auf der Oberseite 12,25 Euro. Wird dieser rausgenommen, haben wir zumindest mal Luft bis ungefähr 15 Euro. Hier wird es dann wieder ein bisschen kritischer bei 17 bis 18 Euro. Das wäre wirklich nur in einem Idealszenario gegeben, deshalb hier auch nicht einen großen Turnaround oder sowas erwarten. Dafür sind einfach die Probleme noch zu groß mit dem Portfolio, Derivate-Engagement von 42 Billionen Euro. Das muss erstmal rausgenommen werden. Aber insgesamt gesehen ist zumindest mal die Aktie kurzfristig überverkauft und das eröffnet Chancen für eine Erholung. Zumindest mal stabilisieren. Ja, dann gehen wir doch gleich auf Siemens, Franz-Georg. Genau, charttechnisch du gleich nochmal, aber ja, fundamental 9. Mai werden die Zahlen zu Q2 vorgestellt, also das hier das Datum, das man sich merken muss. Und aber es gab schon ein paar Informationen, und zwar hat ja Joe Kaeser, Siemens-Chef himself, gesagt, dass man eben in diesem Mobility-Bereich sich ja sehr positiv wohl entwickelt hat, also
deutet alles auf auch recht robuste Zahlen hin. Und das würde ja auch noch ins Bild passen, Q1, von der Entwicklung her. Und gerade mit sind ja Diskussionen im Gange, wenn eben die Kartellbehörden letztendlich zustimmen mit Alstom, dass man sich da zusammen macht in dem Mobility-Bereich als Dienstleister und eben um dort eben auch den Chinesen, die inzwischen ja auch nicht nur im Autobereich anfangen riesig zu wachsen, sondern überhaupt im Transportwesen viele, viele Bereiche und hier eben ist die Bahntechnik hier führend sind in der Welt und Europa sich inzwischen gegen chinesische Firmen stellen muss. Also das scheint im ersten Quartal jedenfalls ganz gut gelungen zu sein. Mal gucken, wie dann so das am 9. Mai das dann insgesamt tatsächlich aussieht im Detail. Und das andere, ja, große Ding, Siemens Industrie 4.0, man arbeitet dort in vielen verschiedenen Bereichen, hat sich eben teilweise verschlankt mit Börsengängen, Healthineers, die eine Tochter jetzt auch wieder an die Börse gebracht, Osram schon vor ein paar Jahren. Also ja, da ist man relativ aktiv, sich da zu fokussieren. Und ein Fokus ist eben nach wie vor 4.0 für Siemens selber. Und MindSphere, das ist so eine dieser Plattformen, die man in dem Prozess von Industrie 4.0, also in Anwendungen, im Cloud-Bereich auch, SAP ist mischt dort mit. Also will man auch dort das eben auf viele verschiedene Beine stellen, Amazon Web Services etc. Also hier große Anstrengungen von Siemens in der Zukunft der Industrie eben Fuß zu fassen. Man ist dabei, eigene Apps zu entwickeln, aber auch externe Entwickler sollen hier mit auf der Plattform entsprechende Applikationen schaffen. Also Industrieanwendung über eine Plattform von Siemens, das wäre natürlich wirklich ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und mal sehen, wie Siemens eben hier Fortschritte erzielt hat. Darauf sollte man unbedingt dann am 9. Mai achten. Ja, 9. Mai, also hier der Stichtag. Die Aktie von der technischen Perspektive, same story letztlich wie bei der Deutschen Bank. Sehen Sie sich vor sich, -12% Differenz zuletzt zur 40-Wochen-Durchschnitt, also 200-Tage-Linie. Wieder damit auch die Aktie auf einem leicht überverkauften Niveau. Die spricht für eine Stabilisierung. Diesen Tiefpunkt hier hatten wir vor ungefähr 2 Wochen gesehen. Wir sehen auch hier die Stabilisierung, also es funktioniert weiterhin dieser Ansatz. Ich bin jetzt nicht für diese Aktie grundsätzlich richtig bullisch gestimmt, aber was man doch zumindest mal sieht, wir haben hier einen Ausbruch über diesen wichtigen Widerstandscluster gehabt bei 99 bis 100 Euro. Da sind wir mehrfach dran gescheitert, 2014, 2015, 2016, Mitte 2016 in Q3 dann der Ausbruch darüber. Jetzt haben wir einen klassischen Retest. Also Test dieser Ausbruchsregion von oben, das ist diese Rückkehrbewegung hier an das Ausbruchsniveau. Und das ist einfach jetzt entscheidend, wird dieser Ausbruch gekauft oder nicht in einem freundlichen Gesamtmarktumfeld und nicht sich weiter verschlechternden Konjunkturperspektiven. Sollte das erfolgreich verlaufen, das heißt also diese Ausbruchsmarke hier halten, 99 bis 100 Euro, von daher im Augenblick das Chance-Risiko-Verhältnis mit einem Aktienkurs von 105 Euro relativ attraktiv ausgestaltet. Und dann könnte man hier durchaus auch wieder auf eine Erholung setzen, 108 Euro. Das ist die nächste Hürde, die wir im Augenblick nehmen müssten. Ein bisschen zäher Natur. Aber wenn wir dann darüber noch steigen, dann kommen hier wieder andere Perspektiven rein mit 125 bis 130 Euro. Viel mehr würde ich der Aktie jetzt auch nicht unbedingt zubilligen. Das alles unter der Voraussetzung, dass der Kurs per Wochenschluss nicht unter 99 Euro schließt. Andernfalls wäre das hier oben wirklich dann ein größeres Umkehrmuster, dann müssten wir uns damit beschäftigen, dass es hier zu Abgaben von rund 20% bis in den Bereich um rund 80 Euro kommt und das ist dann die unerfreuliche Entwicklung. Also vor einer Weichenstellung im Augenblick interessante Chance-Risiko-Verhältnis, denn man könnte solche Positionen relativ eng jetzt dann auch absichern. Ja, Franz Grip, dann würde ich sagen, springen wir doch schnell noch in E.ON rein. Stopp, Benjamin, sorry, wenn ich reingrätsche. Aber ich denke, wenn wir jetzt gerade die Titel schon einzeln besprechen, dann wäre es doch jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um den Zuschauern auch mal zu zeigen, die Zertifikate, die wir dann auf die einzelnen Titel heute gemeinsam konstruiert und emittiert haben. Ja, können wir auch jetzt zwischenschieben, na klar, gerne. Genau, da könnte man, jetzt haben wir zwar die Deutsche Bank ausgelassen, aber so könnten wir quasi
Nick. Mal jetzt an dem Beispiel von Siemens haben wir uns heute Mittag zusammengetan und haben eben ein Discount-Zertifikat kreiert. Und ich denke, das würde so passen, wenn wir das im Wechsel so ein bisschen machen, oder? Ja, machen wir Siemens und dann können wir E.ON, Deutsche Bank könnte es auch noch vorstellen, da haben wir einen Cap-Bonus. Ich sagte es ja eingangs, dass wir mit so ein bisschen längeren View auch hatten, wo wir die Barriere unter dieses langfristige oder unter dieses Allzeit-Tief oder Rekord-Tief gelegt hatten für Anleger, die eben so ein bisschen längeren View auf die Aktie dann auch haben. Ganz genau. Bevor ich jetzt anfange, hier die Plattform zu zeigen, oder ich stelle mich am besten den Zuschauern erstmal vor, mein Name ist David Hartmann, ich bin Angestellter der Bank von Tobel hier in Frankfurt und dort beschäftige ich mich mit strukturierten Wertpapieren und dort vor allem mit der Plattform meinzertifikat.de. Und das ist einfach eine Plattform, auf der Sie sich als Anleger Ihr eigenes Zertifikat kreieren und selbstständig an die Börse bringen können. Sie sind dann quasi Ihr eigener Produktmanager. Als Angestellter der Bank muss ich Ihnen allerdings hier auch diesen Disclaimer von uns zeigen. Und zwar bin ich heute nur hier da, um Ihnen zu zeigen, wie unsere Plattform funktioniert. Ich darf hier aber keine Anlageberatung machen. Das heißt, wenn Sie hier irgendwie eine Eisen sehen oder so, dann fühlen Sie sich bitte nicht durch mich bemüßigt, diese Eisen zu kaufen. Handeln Sie nur das, von dem Sie glauben, wie sich der Markt entwickelt und ich darf Ihnen nur die Funktion der Plattform eben darstellen. Okay, ich habe es ja gerade erwähnt und zwar haben wir bei Fontobel eine eigene Zertifikate-Plattform herausgebracht, die nennt sich meinzertifikat.de. Die finden Sie auch im Internet unter www.mein-zertifikat.de. Dann können Sie sich hier unten registrieren, geben Ihre E-Mail-Adresse ein. Da kommen Sie durch so einen geführten Prozess. Innerhalb von 5 Minuten, das ist alles kostenlos und einfach, sind Sie dann auf der Plattform drauf und können dort Ihre eigenen Produkte kreieren. Ja. Wenn Sie sich dann quasi durch den Anmeldeprozess durchgekämpft haben, möchte ich mal sagen, also so schwierig ist es wirklich nicht, dann kommen Sie eben her und können sich dann auf der Plattform anmelden und dann stehen Ihnen folgende Auszahlungsprofile zur Verfügung. Sie können eben eine Aktienanleihe, eine Protect-Aktienanleihe, ein Discount-Zertifikat und ein Bonus-Cap-Zertifikat selbstständig kreieren. Ja, in Vorbereitung auf der Sendung haben wir heute miteinander telefoniert und haben uns überlegt, ja, welche Titel können wir denn heute mal vorstellen und welche Zertifikate würden da ganz gut passen. Und da haben wir uns einfach für den Fall von Siemens, der Titel, den da als letztes besprochen wurde, eben für ein Discount-Zertifikat entschlossen. Da wählen Sie einfach hier Ihre gewünschte Struktur aus, eben das eben genannte Discount-Zertifikat. Müssen Sie Ihren Basiswert eingeben, das ist die Aktie von Siemens. Wählen wir die Siemens aus. Können noch die Laufzeit eingeben, dann können Sie einen Stichtag nehmen, zum Beispiel der nächste Geburtstag oder aber auch eine gewisse Laufzeit, da hatten wir uns auf ein Jahr geeinigt. Hier der Cap, das ist einfach die Kursgrenze, bis der Sie eben an der Wertentwicklung der Siemens-Aktie partizipieren. Den können Sie eben als relative Größe eingeben oder auch als absolute Größe, was natürlich häufig für Leute interessant ist, die jetzt ihr Wissen aus der Charttechnik ableiten und dort eben markante Kursmarken kennen. Die geben das meistens dann in absoluten Werten ein, andere geben es dann in relativen Werten ein. Machen wir jetzt an dem Beispiel, hatten wir uns eben für einen Cap von 105% oberhalb des aktuellen Aktienkurses entschieden, starten die Produktanfrage. Die Parameter, die wir eben eingegeben haben, die werden an die angeschlossenen Emittenten übermittelt. Ja, denn das ist eine Multi-Emittenten-Plattform. Die bekommen da eben nicht nur Preise von Fontobel gezeigt, sonst könnten sie ja Angst haben, dass wir sie da im Preis übervorteilen und wir ihnen das Produkt zu teuer verkaufen. Und daher haben wir auch eben die HSBC auf diese Plattform eingeschaltet. Die Parameter werden jetzt übermittelt und jetzt rechnen die Emittenten die Parameter und geben ihnen ihr Produktangebot. Ja. Und jetzt ist natürlich der Vorführeffekt, die Plattform funktioniert jetzt nicht, kommt die folgende Fehlermeldung. Das tut mir natürlich leid, also haben wir immer noch technische Probleme, die schienen eigentlich ausgemerzt zu sein, das tut mir jetzt wirklich leid. Aber um zu beweisen, dass wir tatsächlich heute dieses Produkt so in dieser Art schon mal emittiert haben, kann ich Ihnen zeigen, haben wir hier vorne eben hier den Aktivitätenmonitor. Da können Sie eben hier sehen, was Sie in den vergangenen Tagen auf der Plattform gemacht haben. Und da sehen Sie eben hier unter diesen Produktdetails,
das Discount-Zertifikat auf Siemens mit dem Cap von 105%. Und nehmen wir die Eisen. Und haben wir denn den Emissionstag? Genau, erster Handelstag war eben heute Donnerstag, der 26. April 2018. Und dieses Produkt haben wir eben so heute emittiert und so können Sie es auch aktuell am Markt finden. Ja, Benjamin, dass die Plattform jetzt ausgefallen ist oder wieder ausgefallen ist, das tut mir leid. Dann würde ich sagen, es übergeht wieder an euch. Ja, genau. Nick, David, genau. Wir hatten ja im Vorfeld da emittiert und den Cap, ja, bei 105%, das passte eben ganz gut auch mit dem Widerstand, den du ja gezeigt hattest, Franz Georg. Also von daher, ja, ist das ja immer so eine auch eine gute Marke, so Widerstände, Unterstützung. Und das Schöne bei euch auf der Plattform ist ja, dass ich mich nicht an so runde Marken halten muss, sondern eben auch tatsächlich, was weiß ich, auf 108,75 theoretisch gehen könnte. Also je nachdem, wo ich auch tatsächlich so ein Chart, eine charttechnisch wichtige Marke setze oder finde, die dann auch entsprechend direkt im Produkt umsetzen kann. Das finde ich persönlich ja sehr charmant. Und E.ON, Franz Georg, genau, da, das war ja unser, oder David, das war ja so unser drittes Produkt, was wir heute im Blick hatten. Und vielleicht kannst du, Franz Georg, in Anbetracht der Zeit, dass wir so recht nah an 19 Uhr sind, das vielleicht nochmal gemeinsam erläutern oder zusammen erläutern, denn bei E.ON und RWE, da hat sich auch einiges getan und RWE als Dividendenspitzenreiter aufgrund dieser, das haben wahrscheinlich alle mitbekommen, mit etwas über 7% jetzt, aber das ist eben auf diese Sonderdividende wegen der Brennelementesteuer oder wegen des Prozesses, den man da gewonnen hat und die Rückerstattung, die man bekommen hat. Und das schütten die eben an die Anleger aus. Insofern deshalb von der Dividendenrendite beide schon interessant, aber eben, ja, da greife ich mal vorweg, nichts im Vergleich zu dem, was sie früher eben geboten haben an Rendite. Aber dennoch eine der Aktien, die man, glaube ich, in der Beziehung auch im Auge behalten sollte. Genau, sollte man auch im Auge behalten. Auch eine spannende Aktie, seit Jahresbeginn ordentlich zugelegt. Das heißt also, hier ist auch ein gutes Momentum drin, plus 25%. Die RWE-Aktie ist der Spitzenreiter unter den DAX-Werten im Augenblick. Läuft sehr gut an. E.ON habe ich hier mal ausgewählt, minus 3% seit Jahresbeginn, noch nicht ganz so stark. Die Story dahinter ist allerdings, finde ich, auch umso interessanter, denn Sie haben es ja alle mitbekommen, E.ON übernimmt ja die Mehrheit an der bisherigen RWE-Tochter Innogy, verabschiedet sich also damit aus der Energieerzeugung und wechselt in den Bereich Energiedienstleistung. Das ist eine ganz interessante Kiste letztlich, denn E.ON erhält das Stromnetz und das Vertriebsgeschäft und unterscheidet sich damit vom Geschäftsmodell dann wesentlich von RWE. Und wenn man das jetzt sich mal anschaut, das Stromnetz ist ja letztlich staatlich eben auch vorgegeben. Das heißt also, die Rendite ist staatlich reguliert, eine feste Größe, mit der man rechnen kann, ein stetiger Strom an Cash, der reinkommt, der zunächst einmal rund 75% des operativen Gewinns dann auch auffangen wird und dafür stehen wird. Das Wachstum ist natürlich in diesem Bereich begrenzt. Das ist richtig, denn es ist, wie gesagt, staatlich reguliert, dieser Bereich. Aber bei der E.ON denkt man schon ein bisschen weiter und man will nämlich über die Netze als Konkurrent der Telekom künftig vielleicht in den Ring steigen, plant hier Investitionen von rund 4 Milliarden Euro und dann sind wir schnell beim Thema zum Beispiel schnelle Glasfaserleitungen. Ja, und wenn man da reingeht und das dann über die Stromnetze zum Beispiel stärker ausbaut, dann bekommen eben diese Stromnetze letztlich ganz neue Aufgaben. In Italien, da ist zum Beispiel Branchenkollege Enel schon sehr weit mit diesem Bereich. Wir haben es aber auch schon in einigen Kommunen und Regionen in Deutschland, die da auch schon über die Stromnetze sehr schnelles Internet anbieten können. Und das könnte für eher ein richtig interessanter Wachstumsmarkt mal werden. Eben schnelles Internet, aber eben zum Beispiel auch über die Stromnetze eine smarte Energiesteuerung, dass man also dann zum Beispiel eben eine einfachere Abrechnung der Stromkosten des tatsächlichen Stromverbrauchs dann auch macht über entsprechende smarte Geräte, Stichwort unter Umständen auch über Blockchain-Lösungen, also das, worauf letztlich die Kryptowährungen auch basieren. Ein sehr interessanter Markt. E-Mobilität natürlich auch als eine Ladestation für die ganzen E-Autos. Da ist Innogy eben auch schon relativ weit. Das sind natürlich noch sehr visionäre Ideen, die man hier im E.ON Management im Augenblick hat. Aber ich finde, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe im Augenblick bei E.ON. Stabile Einnahmen, die staatlich reguliert sind über die Stromnetze, plus eben dann diese Wachstumsstory über mögliche Glasfaserleitungen, ergibt eigentlich ein ganz interessantes Paket,
Zahlen gibt es am 8. Mai, Hauptversammlung am 9. Mai, das schon mal notieren. Technisch kann ich hier leider noch nicht den Daumen heben. Sie sehen es vor sich, astreiner intakter Abwärtstrend, hier die rote Linie. Fallende Hochpunkte wurden also noch nicht einmal jetzt nach oben hin durchbrochen. Aber immerhin, hier könnte sich eine Bodenbildung doch herauskristallisieren. Ein Rücklauf hier unten zu 7,80 Euro wäre, finde ich, nochmal eine sehr interessante Einstiegsgelegenheit, sollte es sich die eröffnen. Das ist eine ganz gute Unterstützung. Ansonsten, wer eher vorsichtig ist, wartet hier oben den Ausbruch über die 10,25, 11 Euro ab und somit eben dann auch hier unten. Diese ganze Formation wäre eben dann abgeschlossen, wenn wir darüber hinaus ausbrechen. Und Zusatzzuckerstück wäre noch, dass dann eben auch dieser rot gestrichelte Abwärtstrendgeschichte wäre. Und das wären dann doch hinreichend gute Signale, die auf eine längerfristige Trendwende hindeuten würden. Also von daher eher und ruhig auch mal auf den Schirm nehmen. Eher RWE ist, wie gesagt, auch schon sehr gut gelaufen mit der relativen Stärke. Beide Versorger würde ich mal grundsätzlich nicht unterschätzen im mittel- bis langfristigen Bereich. Okay, gut, Franz-Georg. Ja, David, wir hatten ja... Genau. Gute Nachrichten, also der Fehler lag nicht an der Plattform, sondern im Anwender. Da hat man quasi ein Komma statt einen Punkt gesetzt. Daher würde ich den Zuschauern doch noch mal ganz gerne zeigen, dass die Plattform tatsächlich funktioniert und dass der Fehler bei mir an mir gelegen hat. So. Gerne, David, mach. Danke. Herr Hartmann, ja, genau, wunderbar. Sie wollte Ihnen gerade sagen, dass Sie die Möglichkeit haben, uns Ihren Bildschirm zu übertragen. Dann legen Sie noch mal los und zeigen Sie uns gerne noch ein Zertifikat. Genau, wir in Vorbereitung auf die Sendung oder haben wir uns ja abgesprochen, welche Zertifikate wir heute kreieren können. Im Beispiel von E.ON, da hatten wir uns für eine Aktienanleihe entschieden. Und auch hier müssen Sie eben wieder die gewünschte Struktur auswählen. Dann geben Sie noch den gewünschten Basiswert ein. Da hatten wir eben E.ON. Wählen E.ON aus. Können noch die Abwicklungsart, also im Falle des Barriererisses, ob es dann zur physischen Abwicklung oder zur Barauszahlung kommen soll, können Sie auswählen. Die Laufzeit, da hatten wir uns auf ein Dreivierteljahr geeinigt. Und den Basispreis, da hatten wir gesagt, wir gehen ein bisschen offensiver rein und legen den schon bei 110%. Das heißt, die Aktie müsste um 10% steigen, damit es zur vollen Rückzahlung des eingesetzten Kapitals kommt. Starten die Produktanfrage, die Parameter werden übermittelt und wie Sie sehen, diesmal preisen wirklich beide Emittenten. Dafür, dass Sie dieses Risiko eingehen, bekommen Sie dann eben hier auch relativ hohe Coupons von den Emittenten angeboten. Die sind annähernd vergleichbar, die HSBC preist dann doch schon ein bisschen besser als von Tobel. Wie Sie sehen, aktuell sind die Preise nur indikativ. Und das ist einfach, der Grund hierfür liegt daran, dass die Plattform nur zwischen 9.15 Uhr und 17.15 Uhr geöffnet ist. Was heißt geöffnet? Die ist zwar 24 Stunden am Tag geöffnet, aber nur in dieser Zeitspanne können Sie Produkte bestellen. Warum ist das so? Die müssen natürlich im Hintergrund strukturiert werden. Und wenn wir da außerhalb der Handelszeiten kommen, umso schlechter werden die Konditionen für Sie. Das heißt aber, wenn Sie morgen um 9.15 Uhr wiederkommen, dann können Sie ein Produkt eben unter diesen Parametern genauso kreieren und dann drücken Sie ab und bestellen dieses Produkt. Ja, auch das eben angesprochene Discount-Zertifikat auf Siemens, das könnten wir dann genauso eben mal simulieren. Wählen wir eben die Auszahlungsstruktur Discount-Zertifikat, wieder den Basiswert eingeben, nehmen wir Siemens. Die Laufzeit, dann können wir auch mal hier den 31.12.2018, ich erwähnte es ja vorhin, Sie müssen nicht immer Laufzeit nehmen, Sie können auch Stichtage wählen, können hier zwischen absoluten und einem relativen Cap wählen, dann nehmen wir diesmal den relativen, starten wiederum die Produktanfrage. Die Emittenten empfangen die von Ihnen eingegebenen Parameter und Preisen gegeneinander. Und auch hier können Sie dann wieder bei dem Emittenten bestellen, der Ihnen die besseren Konditionen stellt. Ja, als letztes Zertifikat hatten wir heute auch noch ein Bonus-Cap-Zertifikat auf die Deutsche Bank kreiert. Auch hier wieder die Struktur auswählen, Basiswert eingeben. Ja, die Tastatur kennt, so, die Deutsche Bank wählen wir aus.
Laufzeit, können wir wieder ein Jahr machen. Als Barriere hatten wir uns das diesmal, um zu zeigen, einer der Vorteile der Plattform ist natürlich, dass wir auch eine sehr ungerade Barriere nehmen können, die Sie so vielleicht bei einem Palettenprodukt gar nicht finden. Da hatten wir jetzt als Beispiel uns auf 8,70 Euro geeinigt und starten wieder die Produktanfrage. Ja, und wie Sie sehen, die beiden Emittenten preisen wieder gegeneinander und Sie bestellen einfach bei dem Haus, bei dem Sie denken, oder dass Ihnen die besseren Konditionen gibt. Ja, auch dieses Zertifikat haben wir zum Beispiel heute so dann auch tatsächlich in Vorbereitung auf dieses Webinar herausgebracht. Schauen wir uns einfach nochmal die Produktdetails an. Das ist das Bonus-Cap-Zertifikat auf die Deutsche Bank. Da sehen wir auch hier den Basispreis und die Barriere bei 8,70 Euro. Der erste Handelstag ist auch heute Donnerstag, der 26. April. Wir schauen mal, ob das Produkt eben schon verfügbar ist. Da gehen wir auf unsere Lieblingsfinanzplattform. Erstmal muss ich kopieren, die Eisen. Copy und schauen bei Finanzen.net zum Beispiel. Geben die Eisen ein und lassen ihn suchen. Na. Was ist da los? Und er findet genau das Bonus-Cap-Zertifikat auf die Deutsche Bank. Also sehen, meine Damen und Herren, Sie sehen dann auch schon die Quoten, das Produkt wird quotiert. Sie können das dann eben intraday emittieren und auch intraday handeln und können so quasi, sind Sie Ihr eigener Produktmanager und können mit Hilfe unserer Plattform Ihr eigenes Zertifikat herausbringen. Was noch ganz wichtig ist, wenn Sie so ein Produkt bei uns bestellen, da entstehen für Sie erstmal grundsätzlich keine Kosten. Also die Nutzung der Plattform ist völlig kostenlos. Und auch die Emission der Produkte, da müssen Sie jetzt nicht mal die Emittenten bezahlen, nur später natürlich wie üblich, wenn Sie das Produkt kaufen, dann müssen Sie den Kaufpreis bezahlen und die üblichen Transaktionskosten. Das unterscheidet sich jetzt eben aber nicht von Palettenprodukten. Und Sie gehen auch keine Abnahmeverpflichtungen ein. Das heißt, Sie können so ein Produkt kreieren und wenn Sie sagen, ja, bis es dann handelbar ist, die Konditionen passen oder schmecken mir eben nicht mehr so, dann müssen Sie dieses Produkt nicht kaufen. Dann müssen Sie auch keine Sorge haben, dann melden wir uns nicht bei Ihnen und sagen, bitte nehmen Sie uns das Produkt ab. Sie können das Produkt kaufen, müssen es aber nicht. Ja, da kommen Sie einfach, wenn Sie interessiert sind, auf unsere Seite www.meinzertifikat.de, registrieren sich hier unten mit Ihrer E-Mail-Adresse, viel mehr kostet Sie es nicht, auf die Plattform zu kommen und probieren Sie einfach unsere Plattform aus. Ja, dann würde ich das Wort wieder, ich glaube, an dich, Benjamin, übergeben. Ja, genau, das, dann, ja, nehme ich mir nochmal den Bildschirm. Ich würde einfach mal eingreifen, ganz kurz. Und zwar, Herr Hartmann, natürlich können unsere Webinarteilnehmer, wenn sie noch genaue Fragen zu der Plattform haben, sie auch im Nachgang kontaktieren. Sie werden, liebe Webinarteilnehmer, die Kontaktdaten all unserer Experten auch bekommen im Nachgang dieses Webinars und können auch unsere Experten noch auf die ein oder andere Aktie ansprechen, auf die wir jetzt aus Zeitgründen leider nicht mehr zu sprechen kommen können. Aber wir haben im Titel natürlich Daimler angekündigt. Und deshalb würde ich doch jetzt Herrn Feingold und Herrn Wenner nochmal bitten, uns auch Daimler kurz noch zu untersuchen und Daimler kurz unter die Lupe zu nehmen. Ist das möglich, meine Herren? Ja, Franz Georg, dann würde ich sagen, nimm du dir den Bildschirm und dann besprechen wir das Ganze charttechnisch. Ansonsten Daimler, auch ein Dividendenhit im DAX, so viel sei schon mal von der fundamentalen Seite verraten. Und ja, man hat sich jetzt ganz verstärkt dem Bereich E-Mobilität verschrieben, auch VW heute mit guten Zahlen, also die Automobilbranche insgesamt, ja, zeigt eben auch, dass ja, man sich von diesen Krisen, Dieselskandalen etc. so allmählich erholt und nach wie vor China einer der Märkte ist, in dem man gut positioniert ist. VW vielleicht noch ein bisschen stärker als die anderen, aber auch eine Daimler. Man hat dort mit verschiedenen chinesischen ein Joint Venture gegründet und entsprechend auch positioniert man sich für die E-Mobilität denn oder für Elektroautos, denn in Zukunft muss man eine gewisse Mindestmenge an E-Autos in China absetzen, um dort aktiv zu sein.
Deshalb, der Druck kommt nicht unbedingt aus Europa oder Deutschland, aber die Chinesen machen Druck. Sie wollen unbedingt E-Autos haben und zwar von allen, aber ja, und da stellen sich dann eben auch deutsche Unternehmen natürlich darauf ein, denn der Markt ist immer noch riesengroß und bietet auch gute Chancen. Ja, ist vollkommen richtig. Wenn wir noch kurz auf die fundamentalen Daten schauen wollen, Daimler zuletzt hohe Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite, also Eigenkapitalrendite 17%. Da kann man wirklich nicht meckern. Vergleichen wir das mit Volkswagen, sind wir bei 11%, BMW kommt auch auf 17%, also von daher, die verdienen wirklich sehr, sehr gut Geld. 2019er KGV im Augenblick 6,8, damit ist die Daimler-Aktie, ich schaue mal schnell, die zweitgünstigste Aktie im DAX sogar, was jetzt die drittgünstigste Aktie im DAX nach der Lufthansa und der VW. Also von der Bewertungsseite her gesehen eigentlich ganz interessanter Wert. Von der technischen Seite muss ich sagen, kann ich mich mit der Daimler einfach nicht anfreunden. Sie sehen hier vor sich den Chart der vergangenen 20 Jahre. Es ist schwierig, damit Geld zu verdienen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man je nach technischen Mustern handelt. Es ist ein Auf und Ab, es wird mal wieder ein neues Tief ausgebildet, dann bricht die Aktie wieder nach unten weg oder nach oben weg. Wir handeln hier im Augenblick so ein bisschen an einem, ich unterstreiche es, potenziellen Aufwärtstrend bei 64 Euro, könnte die Aktie stabilisieren. Wer es mag und das handeln möchte, kann es machen mit einer engen Absicherung darunter. Fallen wir unter 64 Euro, dürfte hier unten die Support-Region um 58, 59 Euro angelaufen werden und damit das Tief vom Frühsommer vergangenen Jahres. Hält die Unterstützungsregion bei 64, ist hier vielleicht mal 72 Euro, 74 Euro nochmal drin. Aber das muss sich dann eben auch im Kontext des Gesamtmarktes ergeben. Das heißt also, das ist ja eine hochzyklische Aktie, die Daimler. Dafür muss dann einfach auch die gesamte Weltkonjunktur entsprechend mitlaufen und darf die Konkurrenz aus China auch nicht viel zu kräftig werden. Also so eine Aktie, die man, wirklich, wenn man möchte, gerne einkaufen kann. Aber ich finde, sie ist einfach, sie bildet keinen richtig klaren Trend aus. Ja, und das ist das Problem. Aus dem technischen Blickwinkel gesehen, ich investiere lieber in Aktien, die einen starken Trend haben, da weiß ich, wo ich dran bin. Das hier ist eher so ein Wert, der immer mal hin und her schwankt. Dafür ist die Dividendenrendite, wie wir schon gesagt haben, wirklich sehr interessant. Daimler hat Anfang April die Hauptversammlung ja schon gehabt. 5,6% Dividendenrendite gab es im langfristigen Bereich 4,7%. Zumindest darüber kann man sich als Daimler-Aktionär freuen. Ja, vielen Dank, meine Herren. Ich denke, damit sind wir am Ende unseres Webinars, zumindest des Vortrags und der Analyse und auch der Vorstellung der Plattform meinzertifikat.de. Aber natürlich möchten wir noch eine ganz kleine Schnellfragerunde hinten anschließen und damit das Webinar rund machen. Wir haben zwei Fragen, die noch übrig geblieben sind. Die meisten Fragen haben wir schon versucht, über den Chat während des Webinars zu beantworten. Herr Wenner, Sie hatten die amerikanischen Frühindikatoren erwähnt und da haben wir zwei kleine Fragen dazu, nämlich welche Indikatoren meinen Sie? Vielleicht haben Sie dazu Beispiele und wo holen Sie Ihre Infos dazu her? Wenn Sie mir kurz den Bildschirm geben könnten, dann... Natürlich, das mache ich doch gerne nochmal. Den Chart nämlich schon im Hintergrund aufgerufen. Da sehen Sie es auch vor sich hoffentlich jetzt gleich. Wie gesagt, amerikanische Frühindikatoren kann man sich kostenlos aus dem Internet ziehen. Ich schaue hier auf den Gesamtindex. Gibt einfach den Vorteil, ich muss nicht alle einzelnen Indikatoren immer beziehungsweise Konjunkturdaten verfolgen, sondern ich schaue gerne auf so Sammelindizes, zum Beispiel eben auch den Citigroup Economic Surprise Index, hier zum Beispiel eben dann den Frühindikatorenindex, das heißt der Leading Index, Index for the United States, kann man bei der FRED, das ist die Atlanta FED, abrufen, also St. Louis FED kann man die abrufen, hier oben sehen Sie auch die entsprechende URL, das ist relativ einfach, einfach googeln, Leading Index und FRED eingeben, dann kommen Sie hier auf diesen Chartverlauf. Dieser Frühindikatorenindex setzt sich aus 10 einzelnen Indikatoren zusammen. Ich sage, das ist ein Sammelindex. Darin sind enthalten zum Beispiel die Entwicklung der Zinsen der 10-Jährigen, die inflationsbereinigte Geldmenge, die Wochenarbeitszeit im verarbeitenden Gewerbe, Auftragseingänge, Kursveränderungen im S&P 500, Einkaufsmanagerindex. Da bekomme ich alles zusammen in einem Paket. Könnte man jetzt sagen, viele Köche verderben den Brei, hat keine Aussagekraft, aber schauen Sie sich das an. Die grauen Bereiche hier stehen immer für eine US-Rezession
Und immer wenn der Indikator hier unten in diese Nullerregion gelaufen ist, das kann durchaus auch sehr schnell passieren, deshalb immer mal wieder darauf achten jeden Monat, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit in den vergangenen 30 Jahren sehr hoch gewesen, dass es zu einer Rezession kommt. Im Augenblick sind wir hier noch komfortabel darüber mit 1,59 Punkten. Aber das kann, wenn sich die Situation eintrübt, Sie sehen es hier zum Beispiel, im 1990 kann das sehr rasant auch schnell nach unten gehen und dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession an und dann heißt es extrem vorsichtig sein. Das ist schon der ganze Zauber. Super, Herr Wenner, vielen Dank, dass Sie uns noch etwas von Ihren Zauberkräften gezeigt haben. Die nächste Frage aus dem Plenum, und das ist auch die letzte Frage für heute, geht an Herrn Feingold. Sell in May and come back in September, fragt uns ein Webinarteilnehmer. Gilt diese Börsenweisheit auch in diesem Jahr? Was denken Sie? Wie schätzen Sie die Situation an den Märkten ein derzeit? Ja, tatsächlich. Die zweite Börsenhälfte sozusagen ist das, oder ja, man kann das Börsenjahr so ganz grob in zwei Hälften einteilen und insofern passt das schon. Ja, ich denke, das passt auch diesmal von der Saisonalität. Franz Georg, du hast es ja auch in dem Chart gezeigt, ganz gut zusammen. Die Volatilität ist angestiegen. Ich glaube, man muss weiterhin mit einer hohen Volatilität rechnen, was gut für Zertifikate ist. Das hilft bei den Konditionen, das muss man auch mal an der Stelle sagen. Und deshalb macht das auch, denke ich, ganz, ganz großen Sinn, gerade bei diesen Aktien, die wir auch vorgestellt haben. Und das heißt natürlich auch, es wird Rückschläge am Markt geben. Also Volatilität, das spricht sich schnell aus, aber wenn der Markt dann mal 10-15% runtergeht, und bisher haben wir ja noch nicht wirklich so stark auch korrigiert vom Hoch, also da ist durchaus noch Rückschlagspotenzial vorhanden, vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass die möglicherweise die Bilanzsaison die Erwartung oder den Ausblick so ein bisschen trübt. Das haben wir ja bei einigen gesehen, die Erwartungen wurden übertroffen, aber der Ausblick ist so teilweise ein bisschen getrübt. Also von daher auch hier durchaus mit einem holprigen Sommer, ist mit einem holprigen Sommer zu rechnen. Und Herr Hartmann, wir haben ja gesagt, welche Aktien soll man vermeiden? Da vielleicht eine Aktie noch, das darf ich vielleicht als Letztes sagen, die wollen wir nicht unterschlagen. Eine Lufthansa, die eben auch berichtet hat jetzt über ihre Geschäftsergebnisse und schon seit längerem Schwierigkeiten hat und heute eben nochmal abgestraft wurde. Und Lufthansa, einer der Gewinner aus dem Vorjahr. Wir haben einen Favoritenwechsel gesehen und das scheint sich jetzt hier auch weiterhin durchs Jahr durchzuziehen, denn die Ticketpreise sind nicht so stark angestiegen wie erwartet. Von der Air Berlin Pleite hat man kurzfristig profitiert, mittelfristig schwächt sich das bereits ab und auch hier sind in den nächsten sind Investitionen erforderlich bei der Lufthansa. Insofern ja, darf man gespannt sein, wie da die Entwicklung weitergeht. Lufthansa, Franz Georg, du hast es gesagt, zwar eine der billigsten Aktien im DAX, aber eben angeschlagen aufgrund der Situation, dass man eben nicht weiter profitieren kann. Der Markt konsolidiert zwar insgesamt, der Luftfahrtmarkt, auch in Italien ist man dabei, für Alitalia zu bieten. Also es gibt da durchaus auch positive Faktoren, aber eben insgesamt der Markt, obwohl er konsolidiert, hätte man zum Beispiel mit stärkeren Ticketpreisen gerechnet, die dort vorgestellt, von denen berichtet wurde. Das ist nicht der Fall. Also der Markt insgesamt schwierig. Lufthansa eher einer der Kandidaten, die man in dem Umfeld unseres Erachtens dann eben meiden sollte. Vielen Dank, Herr Feingold, vielen Dank, Herr Wenner und vielen Dank auch, Herr Hartmann. Vielen Dank für dieses spannende Webinar. Speziell die Chartanalyse und das Bauen individueller Zertifikate hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war mal wieder sehr interessant. Bevor Sie gleich noch ein kurzes Fazit ziehen können, möchte ich Sie, verehrte Zuschauer, noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Einen entsprechenden Artikel mit dem Hinweis zur Aufzeichnung gibt es im Nachgang dieser Veranstaltung auf der Startseite von Finanzen.net. Den Live-Mitschnitt finden Sie aber auch immer auf unserer YouTube-Seite. Dort können Sie auch viele andere Finanzen.net-Webinare entdecken. Herr Feingold, Herr Wenner und Herr Hartmann, ich danke Ihnen, wie gesagt, sehr für Ihre interessanten Ausführungen. Und angesichts der fortgeschrittenen Zeit wollen wir Herrn Hartmann doch das Schlusswort überlassen. Er war bei der Begrüßung nicht dabei. Und das tut mir sehr leid, dass Sie, Herr Hartmann, noch in den Tiefen des Internets verschwunden waren zum Start des Webinars. Dafür gebührt Ihnen jetzt das Schlusswort.
Wie fällt Ihr Fazit aus? Was können Sie unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Ja, erstmal würde ich noch mal entschuldigen, dass das vorher nicht so gut geklappt hat. Was kann ich den Zuschauern auf den Weg geben? Ich kann sie nur dazu animieren, sich auf unserer Plattform zu registrieren. Wenn Sie Fragen haben, dann schauen Sie oder kontaktieren Sie uns info@mein-zertifikat.de. Kommen Sie bei uns auf die Plattform, melden sich kostenlos an, üben Sie ein bisschen, schauen Sie sich die Produkte an, spielen Sie mit rum, das ist optimal. Da können Sie quasi, wenn Sie noch keine Ahnung von Zertifikaten haben, was lernen, und wenn Sie weitere Fragen haben, dann melden Sie sich bei uns. Genau so sieht das aus. Melden Sie sich einfach bei unseren Experten bei weiteren Fragen oder abonnieren Sie unseren Webinar-Newsletter beziehungsweise abonnieren Sie unseren Webinar-Newsletter, dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Webinare mehr. Wir werden sicherlich auch mal zu Zertifikaten ganz speziell ein Webinar halten. Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in dieser Runde bald mal wieder zusammenfinden, und wünsche Ihnen drei noch einen schönen Abend. Bis hoffentlich demnächst. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar bedanken. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments, ob mit meinzertifikat.de oder ohne. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.